Gute, ihr lieben Menkanalen. Ja, was habe ich heute für euch? Wie ihr sehen könnt, ich stöbere gerade durch einen Katalog. Nicht nur durch einen, ich habe hier drüben noch einen liegen. Opa. Die Firma solltet ihr kennen. Da waren wir ja zu Besuch. Das Video verlinke ich euch hier oben mal wieder. Da waren wir zu Besuch und haben damals die Shirts abgeholt. Also nicht das hier, sondern das andere. Das mit dem Make-O-Bot. Und da bereiten wir uns jetzt mal drauf vor, dass wir so langsam aber sicher vielleicht mal einen Hoodie oder einen Zipper oder whatever mal für den Herbst oder für den Winter entsprechend besorgen. Da ist auch schon die Diskussion im Discord voll im Gange. Falls ihr das mitmachen wollt, falls ihr da mitdiskutieren wollt, da unten, hier unten, da wo der Voron steht, da packe ich euch einen Link hin. Denn wir werden das Ganze natürlich so gemeinschaftlich entscheiden, weil es geht ja auch schließlich darum, dass ihr euren Hoodie bekommt und nicht nur ich entscheide, wer jetzt, wie das Design aussieht. Nee, das entscheiden wir gemeinsam. Natürlich gibt es da gewisse Grenzen, die wir gesetzt bekommen. Ich habe heute schon mal ein Design angefragt, was wir so schon mal im Discord, was ich schon mal so entworfen hatte. Ganz so umsetzen können wir es nicht. Ich warte jetzt noch auf Antwort von der Firma entsprechend, von dem Textilveredler, wie das denn machbar wäre, auch in einer, naja, überschaubaren Stückzahl, weil das, was ich jetzt da vorgeschlagen hatte, da müssten wir mindestens mal 500 Stück zusammenbekommen. Das bedeutet, jeder, der den Kanal abonniert hat, müsste quasi so ein Ding kaufen. Können wir schaffen. Würde mich super freuen. Ihr könnt ja mal euer Kommentar dazu unten in die Kommentare schreiben. Klar, euer Kommentar in die Kommentare schreiben. Euren Beitrag dazu in die Kommentare schreiben, ja. Genau. Ihr könnt ja mal schreiben, was für Farben ihr gerne hättet. Also ob ihr jetzt gerne so ein dunkles Blau hättet oder ob ihr gerne so ein Grau hättet. Ja, oder ein Rot oder was weiß ich. Da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen was machen, weil das ist relativ offen, das Design, was ich jetzt bis jetzt da aufgebaut habe. Da werden wir auch noch, das ist jetzt erstmal nur so ein erster Wurf gewesen. Da werden wir uns jetzt die Woche oder die nächsten ein, zwei Wochen noch ein bisschen Kopf drüber zerbrechen und dann mal so langsam und sicher Richtung Bestellung tickern. Genau. Das ist soweit das. Ich klappe den Katalog mal zu. Und dann, boah, heute war ich echt faul. Ich habe jetzt bis eben da gesessen und habe noch ein bisschen was gearbeitet. Mir ging es eben nicht so gut, deswegen habe ich mal eine kurze Unterbrechung gemacht. Also ich komme jetzt momentan echt nicht voran. Ich bin echt urlaubsreif. Also ist nicht mehr gut mit mir mittlerweile. Also ich fast 2 Jahre lang ohne großartig wirklich großen Sommerurlaub. Also letztes Jahr hatten wir 3, 4 Tage am Stück, ja. Dieses Jahr wird es aber doppelt so viel. Also dieses Jahr werden es 9 Tage, glaube ich. Das ist dann schon echt Novum. Und alles nur dank dem großen C, weil wir hatten ja eigentlich geplant gehabt, 2 Wochen in die USA zu fliegen. Aber ja, was soll's. Jetzt wird es halt eine Woche hier in Hessen sogar. Richtig schön. Genau. Und dann ist heute was im Briefkasten gewesen. Und da steht auch schön drauf. Ich zeige es euch mal. Ich habe oben die Adresse ausgeixt. Na, fokussier endlich. Da steht drauf Maggie. Finde ich super. Das Ganze kommt von Lars. Und Lars ist bei uns im Discord unterwegs und ich hatte ein bisschen gejammert und habe gesagt, ey Leute, ich finde irgendwie nichts auf Amazon oder sonst irgendwo im deutschsprachigen Web. Alles, was man findet, ist irgendwie in Asien und ich finde irgendwie nichts auf Amazon oder auf dem deutschsprachigen Web, wo ich das bestellen kann. Also warum Amazon? Normalerweise, wenn man bestimmte Bauteile für einen Drucker nicht findet, guckt man auf Amazon, dann kriegt man da meistens das dann von den China-Leuten, die das dann bei Amazon im Lager liegen haben und dann kann man es da bestellen. Dafür ist diese Webseite echt gut und dafür ist die echt prädestiniert. Aber selbst da konnte das große A halt nicht mehr weiterhelfen. Und dann habe ich geguckt, ob es irgendwelche deutschen Lieferanten gibt. Habe ich auch nicht wirklich welche gefunden, die jetzt... Also es gibt welche, die was Ähnliches liefern, aber keine, die es genau in dem Maß liefern, die man es braucht. Und Lars hat sich bereit erklärt. Ich gehe mal davon aus, dass das, was hier drin ist, das ist, was ich mit Lars besprochen hatte, weil es hört sich danach an. Und Lars hat sich angeboten, ey, pass auf, ich schicke dir einfach welche rüber. Ja, und dadurch habe ich halt jetzt entsprechend zumindest mal Stoff für 1, 2 Drucker, ohne jetzt großartig was in Asien bestellen zu müssen und monatelang zu warten. Und ich fackel mal nicht lange rum. Ups, okay, das war so nicht geplant, das kurz aufzumachen. Da seht ihr, hat er noch ein bisschen getackert. Achso ja, vielen, vielen lieben Dank, Lars, dass das so ohne Probleme geklappt hat. Ich hoffe, dein Urlaub, glaube ich, warst du. Ich hoffe, der war gut.
Und da seht ihr auch schon, was das ist. Nein, das sind keine illegalen Substanzen für alle, die jetzt irgendwas Böses denken. Da zurück, so. Genau, was ist das? Das sind Gewindeeinlässe. Und zwar nicht einfach nur irgendwelche Gewindeeinlässe, sondern das sind Gewindeeinlässe mit einem speziellen Rahmen. Ich packe euch nochmal ein bisschen bestimmten Maßen. Ich packe euch, ihr merkt, ich bin echt urlaubsreif. Sorry dafür. Ich packe euch mal ein bisschen B-Roll noch rein zu diesem speziellen Gewindeeinlass. Und zwar sind die so gegenläufig von den Zähnen her. Das heißt also, die sind so schräg gestellt und verdrehen sich richtig, dass das nicht einfach so rausfällt. Und die sind unten verjüngt. Das heißt, wenn man ein Loch wie dieses hier jetzt hat, ja, blub, jetzt, wenn man so ein Loch wie dieses hier in der Mitte hat, dann passt das hier besser rein. Dann kann man das hier so ein bisschen besser ansetzen, kann es besser reindrücken mit dem Löteisen. Ist also insgesamt sinnvoller. Genau. Und die gibt es so an sich, habe ich die in den Maßen nicht gefunden. Ich müsste jetzt genau noch mal gucken, welche Maße es sind. Ich blende sie einfach unten ein. Ich habe auch bei Amazon welche gefunden, die relativ schnell da waren. Die haben wir im Makeoboard verbaut. Und diese Einlässe sind zwar an sich ganz gut, aber die verzahnen sich nicht so richtig schön. Also wenn man die hier reindreht, egal ob du links oder rechts drehst, die bleiben halt drin. Ja? Die verkanten sich in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt also, da ist nicht viel Spiel. Und bei den anderen ist halt nur einfach so von oben nach unten einfach durchgefräste Kanten. Das funktioniert zwar ein bisschen, aber du hast immer ein bisschen Spiel und die verzahnen sich nicht in beide Richtungen. Und das ist halt der Nachteil bei den günstigen, die man halt beim großen A bekommt. Und deswegen hat mir Lars nettenswerterweise mal 100 Stück von seinen entsprechend reingepackt. Das bedeutet, wir sind soweit gerüstet für das Display und für den 2-4er. Das Display ist ja schon in... Ich hole es mal hinten aus dem Dings raus. Ta-ta-ta-ta. Ups, so rum. So rum geht es, glaube ich, genau. Genau, da seht ihr. Das ist das Display. Das kommt vorne ran. Und auf der Rückseite hiervon, da kommt nochmal so ein Kästchen drüber. Und genau an dieses Kästchen kommen halt entsprechend diese Einlässe rein. Und die haben halt gefehlt. Und damit werden wir jetzt, ich werde jetzt das Kästchen für hinten nochmal drucken, werde nochmal hier diese Winkel drucken, damit das Ganze halt auch schön so rausgeklappt werden kann bei Bedarf. Und dann können wir den Voron endlich wirklich fertigstellen. Was ich heute noch gemacht habe, war dieses Teil hier zusammenzubauen. Wer den Voron schon mal gebaut hat, wird das Ganze kennen. Na, komm schon. Da ist es, genau. Wird das schon mal kennen. Und zwar ist das der Z-Endstop. Ja, da kommt dann hier oben so ein Schaft rein. Und dann... Genau, dann da sitzt unten einfach nur ein Endstop drin, der mit Kabeln entsprechend festgelötet ist. Und der kommt hier ans Druckbett, hier hinten in die Ecke rein. Der wird auf der Rückseite wird der festgeschraubt und wird so eingekantet. Und dann kann... das Druckbett quasi runterfahren. Ich muss jetzt nur gucken, auf welcher Strebe das Ganze festgeschraubt werden muss, damit das natürlich auch ausgelöst wird, wenn der dann runterfährt, der Drucker. Und ich hoffe, das ist auch der richtige Schaft, damit der nicht irgendwie auslöst, bevor das Ganze am Druckbett ist. Das muss ich natürlich mal gucken. Natürlich muss ich auch noch berücksichtigen, entsprechend, da ich ja da jetzt noch eine Buildtech oben drauf packe später, dass dann... Das wird auch noch lustig, die Buildtech drauf zu packen, weil für die Buildtech muss ich nochmal entsprechend für die Magnetplatte, die unten drauf kommt, muss ich nochmal die Bohrungen für die Schrauben, für die Befestigungen entsprechend durchbohren. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen kann, ohne da irgendwas kaputt zu machen. Da muss ich mich mal schlau machen. Muss ich mir mal angucken, wie das funktioniert. Genau, was gibt es noch als Update? Ihr seht jetzt hier schon mal, an der Seite hat gestern entsprechend das Panel gefehlt. Da habe ich ja gestern mit... Nein, nicht ganz mit euch zusammen. Wir haben es zwar gefilmt, ich kann mal so ein bisschen B-Roll noch mit reinpacken. Wir haben es zwar gefilmt, aber ich habe es gestern nicht reingepackt, weil ich gemerkt habe, die Aufnahmen sind unscharf. Und dann macht es keinen Sinn, wenn ich euch noch 5 Minuten oben drauf packe oder 10 Minuten. Auch wenn das noch so interessant ist für euch am B-Roll, es bringt nichts. Sorry dafür nochmal.
weiß jetzt, weil ich oben den Monitor habe, den sehe ich jetzt hier, da sehe ich, dass das Bild quasi scharf ist, weil der Monitor halt alles, was scharf gestellt ist, halt rot umrandet. Das ist eine ganz coole Technologie. Und was ich gestern noch gemacht habe, war halt diesen Dichtungsgummi hier dran zu packen. Den Link dazu packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Das ist so ein schaumbehafteter, selbstklebender Dichtungsgummi. Ja, das ist das gleiche Zeug, was wir hier auf die Rückwand von dem D-Bond hier gepackt haben. Einfach nur, dass da nicht Metall auf Metall oder Plexiglas auf Metall ist oder Makrolon auf Metall ist und das Ganze nicht klappert, wenn der Drucker hin und her rennt. Das ist auch, wenn man genau hinguckt, irgendwo in der Anleitung, in der Montageanleitung von dem Voron, ist mal so ein kleiner Pin, der so hoch geht und dann so, ja, könntest vielleicht das und das draufpacken. Ne? Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Ist ein Affiliate-Link, kostet nicht viel, kostet glaube ich 10 Euro oder so in Richtung, ich weiß es nicht genau. Könnt ihr darüber bestellen, kostet euch nicht mehr dadurch, gibt uns so ein klein bisschen Provision dafür. Ja, genau. Und that's it. Gestern habe ich halt, wie gesagt, wie wild diese Ecken hier gedruckt, habe die an beiden Seiten angebracht, habe die Teile nochmal, nee, nicht die Teile, sondern hier hinten die Teile nochmal gedruckt, weil ich die ja in der falschen Dicke gedruckt hatte. Ich bin davon ausgegangen, dass ich da halt diese schwarzen Platten mir zurechtschneide und die einfach dran packe. Diese Kunststoffplatten, die vor ein paar Wochen angekommen sind. Und dadurch habe ich eine falsche Größe gedruckt. Und die habe ich jetzt gestern nochmal alle schön schnell gedruckt. Die gehen auch recht schnell, die dauern so 20 Minuten hier die Ecken und hier die anderen Dinger auch. Das heißt also, ich habe gestern den ganzen Tag lang alle schön durchgerödelt und habe die Dinger ausgedruckt, die passenden Keys dafür ausgedruckt und siehe da, es läuft. Ja, also ich habe da an der Seite sogar eher dickere Ecken gedruckt gehabt, habe ich die noch da drin. Da hatte ich nämlich die, ich habe es genau umgekehrt gemacht, ich war doof. Ich habe für die Ecken habe ich die 6 mm benutzt. Aber da stellt er wieder nicht scharf. Jetzt habe ich die 6 mm benutzt. Da ist es scharf, genau. Das sind die 6 mm. Da brauchen wir aber nur 3 mm hier. Ja, mit dem Makrolon-Platten brauchen wir nur 3 mm. Habe ich nicht aufgepasst, war mein Fehler. War doof. Durfte ich jetzt zweimal drucken. Und dann habe ich genau den, habe ich auch noch einen Fehler gemacht. Und zwar diese Teile hier, um die D-Bond-Platte auf der Rückseite zu befestigen, habe ich... Na, scharf, genau. Habe ich die 4 mm sind das, glaube ich, gedruckt. Das hat nicht ganz gereicht. Und das hat bedeutet, dass ich nochmal die Dinger neu drucken musste und die Keys passend dafür neu drucken musste. Und es war natürlich zeitaufwendig, aber es hat soweit geklappt. Es funktioniert, es ist alles befestigt. Und entgegen der Anleitung, ich war mir ein bisschen zu faul, jetzt noch eine andere Datei drauf zu schmeißen. Ich habe jetzt unten einfach die Dinger hier, was ich gerade hatte. Wo ist es? Na. Das Ding hier soll man eigentlich nur viermal drucken, an die Seiten packen. Zwei kommen hier oben dran, um den Lüfter festzuhalten. Ja, um das Lüftercase, was... Das liegt da hinten irgendwo. Um das festzuhalten, das muss ich den Teil auch noch befestigen. Das wird dann mit den Teilen hier befestigt. Hatte ich auch nur... habe ich in der richtigen Dicke gedruckt. Aber für hier unten waren dann nochmal zwei Spezialsachen befestigt, um das Ding nochmal von unten zu befestigen. Da habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was? Warum nicht einfach mit dem Ding? Ja. Macht, finde ich, jetzt für mich keinen Unterschied. Klar, es macht optisch einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob diese Jungs sich was noch mehr dabei gedacht haben, aber ich habe gedacht, komm, 20 Minuten durchgejodelt, geht schneller, brauche ich nicht nur eine extra Datei draufpacken, ist genau das Gleiche. Ja, und dann werden wir gleich nochmal gucken, dass wir den Endstop entsprechend montiert bekommen. Und die Tage, sobald wir die Elektronik fertig haben, ziehen wir hier mal die Folie ab und verbauen das Teil endlich mal. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!